Willkommen zurück bei BioShock Infinite. Wir sind bei Fink Industries im Keller. Ich denke, das ist das Niedrigste, was geht. Wie? Man läuft hier rein, es geht nicht automatisch Licht an. Schade, da hatte ich dann zu viel erwartet. So, kommt man da durch? Ja. Das ist sehr dunkel. Das ist auf jeden Fall, wie es scheint, der Asiate oder... Ah. Hauen wir auf den Knopf. So. Ja, dem Kollegen geht's jetzt nicht mehr gut. Kann ich noch was machen? Zu spät. Verdammt. Oh. Was hat er gemeint? Der wurde ordentlich jetzt müssen wir uns einen bearbeitet. Schmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod? Ist tot. What the fuck? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Booker. Shen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals. What the? Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Hm. Okay. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Ja, warum nicht? Wow. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Sorry. Ich will eigentlich mal gucken. Oh je. Der Repetierer. Na, ich bleibe beim Maschinengewehr. Dann gucken wir doch mal, wie es jetzt hier aussieht. Kann man die rauslassen? Okay, die sind noch alle noch da. Ja, die sind auch noch da. Okay. Im Paralleluniversum nenne ich es jetzt mal. Ich kapier nicht, ist es also alles anders. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas machen und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Codebuch? Oh, ein Codebuch für eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Geheimcodes? Die Chiffre müsste hier irgendwo sein. Aha, okay. Für Collectibles oder so? Finde den Vox-Code, ja, aber wo? Das Codebuch habe ich schon mal gefunden. Fragt sich nur, wo ist der Rest? Und wie weit weg ist der Rest?
sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Uka, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Was zur Hölle geht mit denen ab? Ja, löst sie einfach mal, weil ich sie sowieso getötet hatte. Was das ist alle? Gut oder schlecht war, keine Ahnung. Erinnert woran? Tut so sein. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, mit Cowboyhut. Nein, ich springe doch rüber, meine Güte. Unser Gegner da vorne. In der anderen Welt war Edis, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Ha, ja, das kommt hin. Das war ein Karabiner, der mit dem Cowboyhut. Den habe ich schon gesehen, theoretisch. Ich guck trotzdem noch mal rein. Ah ja. Sein Schwager ist jetzt also der Sicherheitschef geworden. Alles ein bisschen seltsam. Aber jetzt müsste er wieder in der Werkstatt sein. Theoretisch. Ja. Oh, Kacke. Achso, das kann ich da... Kann ich nur tragen, ich dachte, das ist so ein automatisches Ding. Feierabend. Ja, gib mir Gesundheit. So, Schrotflinte oder nicht? Ja, ich nehme jetzt mal die Schrotflinte. Wieder ein bisschen. Oder Karabin? Nee, Schrotflinte. Schrotflinte ist gut. So. Schätze aus dem Job für Fink wird nichts. Was hat sie da jetzt gerade gesehen?
Also, Jeremiah Fink hat eine Philosophie. So, Factory. Da drin waren wir vorhin. Die Arche Noah. Es gibt dort Löwen, die Ordnung unter den geringeren Tieren aufrechterhalten. Dann gucken wir mal, ob er jetzt da ist. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Jetzt aber... Der Schrein. Oh. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Scheiße. Der wird uns bestimmt nicht helfen. Oh no. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Was zum Geier? Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sehr gefährlich! Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Alles leer? Irgendwas mit unten? Heile meinen Mann. Ah. Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Die sehen aber auch nicht mehr aus wie Asiaten. Das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Also in diesem Paralleluniversum sind die Lins jetzt auch weiß. Und... Also so klischee-weiß. Irgendwie. So, Shantytown. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Yep. Scheint Mode zu sein. Nee. Das so eine gute Idee war. Was ist los? Wo war noch einer? So, wo zur Hölle ging's nach Shantytown? Ach da ist es doch schon. Ich hatte das jetzt gerade irgendwie nicht eilig, da durchzurennen, warum auch. So, dann haben wir wieder Salze. Und die haben wieder nur Shit. So, für die Shotgun noch Ammo. Eine Münze. Mal gucken, was jetzt passiert.
Ja. Fragen worüber? Meinen Finger. Genau, der Finger. Okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Huh. Okay. Los. In Ordnung. Raketen, das ist... Oh mein Gott, das wird Jahre dauern. Ah, der ging irgendwie daneben. Ein bisschen Salz wäre nicht schlecht. Ah, gut. Kann man mal nachladen. So. So, das reicht erstmal. Ist zumindest nicht ganz leer. Und wieder auf den Knopf hauen. Weil sonst funktioniert er ja nicht. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen jetzt kommt auch wieder die typische Bioshock-Musik. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Okay, das ist also Shantytown, wie der Name schon sagt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. The People's Voice. Es gibt einen anderen Weg. Hungry, please help. Kann man da helfen? Nein. Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das... Keep your guns, we need food. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Du Dieb, verdammt, er ist da! Ich klau mir das einfach mal. Schnauze. Wer? Wo und warum? Graveyard Shift, muss ich da rein? Du bist tot, Schwein. Still, Monster. Nein, muss ich nicht. Polizeiverwahrstelle. Okay. Schlag zu, ist ein Riss. Schlag feste zu. Das Ding kriegt kaum eine Delle, verdammt. Na dann. Bitte sehr. Okay. Das ging irgendwie einfach, die abzulenken. Das ist mir doch egal, ob wir alle draufgehen. Ich verstehe das nicht. Warum?
manche wie Menschen behandelt und andere wie Tiere. Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Diese Frage kann man leider heute immer noch stellen. Ja, wie bei Wounded Knee. So. Feuervogelhosen. Nee. Zieh ich erstmal nicht an. Das sind wieder ein paar Frevelköppe. Wir labern wieder nur Scheiße. Ja, mittendurch. Ja. Dann hucken wir doch mal hier rum. Und tschüss. Give it a try. Alles Elizabeth. Wow, 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 what the fuck? Oh shit! Das sind riesige Kanonen. So, noch mal eine. Ah, kommt schon. Ja. Der Geschwindigkeitsboost ist der Hammer. Greif doch. Nein, jetzt geht das mal wieder runter. Bisschen Gas geben. Boah, ist das schnell. Oh shit. Bisschen Deckung. Schnauze jetzt. Ey. Ist es gut hier? Jetzt. Da müssen wir rein, oder? Cool. Bin ich sogar genau am richtigen Ort hingefallen. Beziehungsweise abgesprungen vorhin. Kannst du dir das mal ansehen? Okay. Wie viel von den Dingern habe ich? 9 oder 19? Bitte sehr. Dann ab geht's. Die Bullhaus-Verwahrstelle. Okay, gucken wir mal. Auch hier ist der Alarm noch an. Und wieder eins von diesen Dingern. Nee, will ich nicht. Gucken wir doch noch mal in das Ding rein. Okay. Kommst du?
Ah. Jetzt. Okay. Gnade ist das Ende. Oh, oh shit. Aufhören, so. Gatling Gun, langweilig. Und wo müssen wir denn überhaupt hin? Nach unten wahrscheinlich. Wie beschäftigt. Du bist nichts Besonderes. Oh, wo ist der eine? Du wolltest es so. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange, als ich in Kostokhaus... Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Rief man mich Mörderin. Bitteschön. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Alles schon leer hier. The Founders will bleed. Ein Lockpick. Ah, die Waffenkammer, Karabiner, Geld, oh. Könnte auch die Asservatenkammer sein. Aber wir können so. Das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Genau das Gleiche hat sie vorhin schon mal gesagt. Ja. Schmied und bring es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Bocca, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Abwarten. Revolution ist nicht immer besser. Ein Voxophon? Eines Waldbrands gesehen. Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Oh,
Mal gucken. Oh. Hi. Okay. Hey. Ich will nur die Ammo. Was müssen wir überhaupt tun? Oh, tschüss. Zurück in die Werkstatt. Das heißt, ich muss irgendwo an Shantytown vorbei. Hier erstmal runter. Okay, also hier nach unten. Ah, dann hier runter. Oh, ups. Ich kann die Verbündeten auch verletzen. Will jetzt bitte mal aus dem Weg gehen? Okay, von mir aus. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, warum die mir hier alle im Weg rumstehen. Ihr könnt doch euren Krieg auch ohne mich führen. Was? Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. What the fuck? Ich weiß noch, ich führte die Vox. Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Okay. Oh mein Gott. Oh oh. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Sache. Komm zurück. Oh Scheiße. Daisy Fitzroy. Das erklärt das natürlich. Verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Das erklärt's natürlich. Zwei Erinnerungen. Hä? Moment. Noch lebe ich. Okay, und hier mache ich jetzt nochmal einen Cut, weil ich bin schon über der Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.